Und damit herzlich willkommen zur, ich glaube, 41. oder 42. Folge von We Are Football. Und ja, wir sind hier heute alleine am Start. Max ist nicht da. Er kommt aber noch. Er sollte eigentlich noch wiederkommen. Jordan ist wieder da. Jordan ist wieder am Start. Das heißt, wir können... Wohin der Gute jetzt hin? Ach, das ist auf der Bank. Ich denke mal, wir machen das mal so lassen. Also in RM bräuchte er einen besseren sogar. Ja, ja. Kalajdzic, Winter und Wamangituka. Krass. Die haben Kobel im Tor. Das ist auch noch. So. Dann wird die Folge ungefähr, denke ich mal, wieder so in die Richtung 3/4 Stunde gehen. Wenn wir mal hoffen, dass Hertha BSC im DFB-Pokal hier weiterkommen. Natürlich mal gucken nach meiner Mannschaft, die hier war. Sieht man nicht. Endo 1-0. Mhm. Natürlich, Stuttgart ein echt starkes Team. Der Keeper kriegt erstmal eine gelbe, entspannt. Ja, wir sollen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen reagieren hier. Christoph Piontek. Wir könnten natürlich nicht mit. Toussaint hat eine 4,0. Mhm. So. Dann werden wir noch mit Piontek im Sturm gehen. Start. Beide haben eine 4,0. Freistoß von Borna Sosa. Der ist auf meiner Liste. Flanke, Walsch, übers Tor. Der ist härter ungünstig hier, muss man mal ehrlich sagen. Morey mit dem Pass. Oh! Torunariga mit dem Schuss, aber der geht leider nicht ins Tor. Matthäus Cunha hat einen Freistoß jetzt. Den macht er auf Torunariga. Mit dem Dropkick aber Gregor Kobel packt sicher zu und hat den Ball. Nächster Angriff der Stuttgarter. Aktuell sieht es aus, als würde Hertha BSC aus dem DFB-Pokal fliegen. Cissé, aber Flu hält den Ball ganz sicher. Marc Winter kriegt eine gelbe Karte. Ecke. John Torunariga tretet die Ecke. Spielt auf Luke Bacchio mit dem Heber. Luke Bacchio 1:1. 79. Spielminute. Torunariga, Strohmeier. Werte Ilot, Guendouzi, Luke Bacchio. Spielt auf Mittelstädt in die Mitte. Cunha auf Piontek 2:1. Christoph Piontek dreht das Spiel. Waldemar Anton, Sasa Kalajdzic. Natürlich möchten die Stuttgarter sich jetzt hier in die Verlängerung retten und das sieht auch danach aus. Sasa Kalajdzic mit der Vorlage. Und das sieht nicht gut aus und es geht in die Verlängerung. Nein, Waldemar Anton, das gibt's jetzt nicht, wenn das jetzt passiert, ne? Nein. Cissé schießt und er macht ihn. Der wird ihn machen. Er macht ihn und damit sieht es so aus, als wenn... Das ist die Verlängerung schon. Es sieht ganz schlimm aus. Jürgen Welze mit der Ecke. Kommt in die Mitte. Winter 4:2. Ich habe alles getan, was ich konnte. So ein Müll.
Wiesbaden ist 1-0 nach Verlängerung gegen Schalke rausgeflogen. Da mache ich kurz ein Foto von. Ah ne, brauche ich nicht. Mich nervt das gerade. Ich habe gesagt, ich passe, ich mache hier was gut und flieg raus. Hier gegen Augsburg. Jetzt noch nicht. Magia. Das ist mein Bester auf der Position. Wäre das er gewesen, hätte ich gesagt. Ja, aber der Ubu 26. Warte. Jetzt noch nicht, sage ich euch ehrlich. Jetzt ist gerade alles gut und werde im Fokus von Wolverhampton. Er ist jetzt bei Hertha, ich bin jetzt hier. So, Nova, warte mal, er ist 31, rechts draußen Verteidiger. RAV ist er und. Ja, okay. Da sage ich noch mehr. Wir gucken mal, was da rauskommt. Oh, warte mal, 480.000. Nee, warte mal. Der ist zwar alt und so, aber ich denke mal, ich bräuchte da mein Backup doch noch. Das ist mir dann doch schon ein bisschen zu heftig. Ayazio kommt jetzt. Ja. Und erstmal spielen wir bestimmt. Er möchte es so probieren. Es sind alle noch drauf auf der Bank. Was kann ich hier ändern? Kann ich doch so gehen. Wir probieren es mal so. Ich muss danach noch was ändern. Relegationsplatz, also da ist doch schon der Sieg sehr wichtig. Marcel Halzenberg, Münster, Füllkrug, Gebler. Osako, 1-0. Ich bin doch so ein Dulli, was stelle ich denn hier für einen Müll ein? Damit geht es auch schon wieder in die Pause. Die Fünferkette ist nicht gut. Machen wir so. Es ist gar nicht gut hier, was gerade abgeht. Es ist echt nicht gut. Kunja mit dem Freistoß auf Morey. Der passt auf Tosor. Tosor schießt und Flamenco hat ihn sicher. Sehr unlustig im Angriff hier. Mittelstädt am Ball. Delorsun, der passt auf die andere Seite zu Matteo Morey. Der spielt weiter auf Luke Bacchio, der mit der Flanke. John Cordoba, Flugkopfball zum 1-1. Damit lebt die Hoffnung wieder. Jordan Torunariga. Matteo Morey.
Matteo Morey passt weiter auf außen. Dort ist Dillorsun. Dillorsun, sorry. Dillorsun in die Mitte. Dort wartet John Córdoba, der schießt ihn ganz knapp an. Das war's wahrscheinlich wieder, wa? Matheus Cunha Meniskus. Meniskus-Einriss, das dauert doch wieder so lange, bis der Junge wieder fit ist. Das geht doch nicht, nein, 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 nein. Ach du heilige Scheiße. Das sieht doch nicht gut aus. Johann Strohmeier. Er ist 19, also den lasse ich. Maximilian Wittestedt lasse ich ja auch noch. Wer ist er denn? Erhin Yavuz. Das ist mein Backup. Ja, 29 Jahre, also wenn da wirklich ein gutes Angebot reinkommt, dann kann man da auf jeden Fall drüber sprechen. Sag ich so, wie es ist. Wir gehen wieder so rein. Wir sind auf jeden Fall gerade so besser. Aber auch gerade. Ich warte, bis er wieder fit wird. Das ist ja natürlich sehr lustig. Ich stimme mal kurz das Mikrofon. Bin wieder da. So, muss kurz das Mikrofon auf stumm schalten. Da habe ich den Anruf gekriegt. Ich habe noch nichts gesehen, weil da habe ich gesehen, dass Ayatio gerade eine Chance hatte. Aber Klein macht dann natürlich das Tor. Und wir pushen uns natürlich weiter Richtung Offensivplatz. Und dann, wenn im Winter noch mal zwei, drei neue Leute kommen, ein, zwei neue Leute reinkommen, dann läuft das da. Und 6-7 mit dem 2-0. Den vierten Platz nehmen wir gerade mal so leicht auseinander. Aber jetzt kommt der Konter wahrscheinlich wieder. Nee, kommt nicht. Angelo Picon mit dem mit dem Eckball in die Mitte. Dort wartet Ricard, der passt zurück. Und Lefebvre in den Winkel. Und das ist das 2-1 und lässt die Spielleute nochmal vor der Halbzeit hoffen. Und jetzt kommt Courtois auf Legrand. Und das ist das 2-2 noch vor der Halbzeitpause. Was ein spannendes Spiel hier bisher. Und wenn was ist, wir haben immer noch ein paar Leute, die reinkommen können. Und vom Ding her. Oh, wir gehen erstmal weiter. Kennedy auf Zach Simon. Der sieht Magyar. Kleinkopfball. Lemoine. Fallrückzieher. Zum 3-2. Klemer mit der gelben Karte. Drouin mit seiner fünften gelben fehlt damit im nächsten Spiel. Freistoß für Flo Courtois. Aber ins Abseits. Lefebvre steht da im Abseits. Und damit wird es immer noch spannend bleiben. Angriff Amiens Gay auf Klein. Der dribbelt und schießt ihn an Pfosten. Und damit war's das. Amiens gewinnt das dritte Spiel in Folge und jetzt gegen Ajaccio. Sehr schön. Damit springen die jetzt auf Platz 9 hoch. Und verbessert natürlich auch ihre Vordifferenz. So. 11. Woche, ganz klar. Ja, nice. Mohamed Elenga geht auf eine 6, Stufe 6 von 6 hoch weiter. Die ist 12. Nice. Cool. Ja, noch ein 12-jähriger Türke. Wen möchten die haben? Werde. Nee, ich will meinen Linksverteidiger jetzt nicht abgeben. Also, es ist nicht mein Rollen. 26 Tage fällt Cunha jetzt aus.
Voller Gewalt. 17. Da sind wir immer noch. Jetzt muss langsam mal was gemacht werden hier. Von Hertha. Scouten jetzt diese vier Männer. Für ihn, wenn er wieder da ist. Denn wir sind jetzt schon Duell mit dem Meister. 26 Tage. Valenciennes. Oh, jetzt kommt ein sehr gutes Spiel. Also ein sehr wichtiges Spiel auch für uns. In 17 Tagen haben wir Chartier auch wieder. Wir haben natürlich hier auch unsere Leute, die gescoutet werden gerade. Hier. Bonasusa. Und die beiden Innenverteidiger. Natürlich wäre cool, wenn ich eine von meinen erste Pokalrunde in 16 Tagen. Die werden wir heute leider nicht mehr machen können. Also für, ihr werdet die noch sehen, das ist klar. Für 2,8 Millionen verlässt uns unser bester oder zweitbester LM. Er ist. Mal gespannt, wie der Trainer die jetzt einstellt. Herr Tanner. Aaron Wurm im Fokus von Ipswich. Ja, er spielt auch gar kein Spiel bei mir. Ist mir so aufgefallen. Interessiert sich für ihren Spieler. Was habe ich eigentlich für einen Rentnerkader, wenn ich mal jetzt gerade so gucke? Das ist auf jeden Fall so mein Ziel für die Zukunft, den Kader jung und besser zu machen. Aber da muss man halt auch erstmal gucken, wie es finanziell möglich ist. Ne? Gomez. Also da können wir, wenn da richtig gutes Geld einkaufen, mit richtig gutem Geld ein paar neue gute Spieler einkaufen, das natürlich für mich auch sehr gut ist. Aber es ist natürlich auch doof, sich von solchen Spielern zu trennen, auch muss man einfach auch mal ehrlich sagen. Und ja. Clemens Martini verkaufen. Ja, also wirklich, ich bin ja. Eigentlich mache ich das nicht ohne seine Erlaubnis, aber wenn es da halt so ist, ne? Dann ist es halt so. Diese 2,8 Millionen für einen Spieler nimmt man noch mit, wenn der Kader auch relativ groß ist und man auch ein bisschen aussortieren muss. Sydney möchte einen Spieler von mir, meinen 19-jährigen RM. Das lasse ich auf jeden Fall nicht zu. Aaron Wurm. Ein Sterntalent, 1,6 Millionen. Na, mache ich jetzt nicht. Also ich muss mir dann auch gleich erstmal den Kader angucken, weil es ist ja nicht mein Kader. Und ich mache einfach erstmal. Weil es ist bestimmt besser, ne, wir sind aktuell gleich. Wo ist der jetzt hier? Ist der weg? So, rein ins Spiel gegen Mainz. Die Hertha braucht langsam mal einen Sieg, ansonsten geht das hier im Abstiegskampf sehr, sehr komisch aus. Guendouzi. Cordoba. Luke Bacchio. Piontek übers Tor. Natürlich hat die Hertha beim neuen Trainer viel Neues gelernt. Auch Niakati fängt den Ball aber ab und gibt den Konter der Mainzer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leimer mit dem Schuss im Tor. Ecke John Torunariga, der mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft geworden ist. Und der natürlich den verletzten Cunha ersetzt.
Macht man so, da kommt man halt vom Tempo auch viel schneller mit. Ah, wieder nur 0-0 zur Pause aktuell. Also, sie gewinnen kann die Mannschaft aktuell nicht, muss man einfach mal kurz so feststellen. Und jetzt gibt es einen Freistoß von Negrini. Ach du Heilige. Aber am Tor vorbei. Die Hertha muss jetzt langsam mal was machen. Rippenprellung. Ach du Kacke. Und das kann natürlich auch wieder ein langer Ausfall werden. Und das ist natürlich nicht gut. In den wichtigen Spielen. John Torunariga. Jetzt mit der Ecke. Piontek. Cordoba. Heber. Cordoba. Cordoba! Mit dem Führungstreffer. Ist das ein Heimspiel? Und die Hertha gewinnt gegen Mainz. Sehr wichtig das Spiel gewesen. Und damit sind sie jetzt auf den Relegationsplatz hochgesprungen. Wolfsburg auf den 15. Jetzt ist der Abstiegskampf heftig. Wird auch heftig bleiben. Ich stehe auf jeden Fall fest. Nico Schöttler. Was haben die für gute Talente? Jetzt kommt noch mein wichtiges Spiel hier. Da gehen wir doch einfach so direkt rein. Er ist noch 11 Tage weg. Mit einem Sieg würden wir halt viel weiter nach oben springen. Kennedy in die Mitte. Meiler. Und 1-0 durch Flo Klein. Nice. Simon an den Pfosten. 24 Minute, Zack Simon. Lemoine, wieder an den Pfosten. Ey, das ist schon das zweite Mal Pfosten für Amiens. Und jetzt kommt natürlich auch Valenciennes. Valencia oder wie die auch immer ausgesprochen werden. Die haben natürlich auch das ein Spiel 6-0 gewonnen gehabt. Halbzeit 1-0 für Amiens. Kennedy mit seiner ersten gelben Wiese. Wie der Saison. Zack Simon mit der Ecke in der 61. Minute. Schön in die Mitte. Gay mit dem Kopfball an die Latte und ins Tor. Sehr schön hier, natürlich. Das Tor, die Tordifferenz ist auch so ein bisschen herumgepusht. Und natürlich, jetzt kommen sie natürlich langsam wieder ran. 2-1. Ich möchte nichts riskieren. Ich möchte natürlich nichts riskieren. Haben wir noch einen ZM mit? Nee, sieht nicht so aus. Nur ein OM und eine hängende Spitze. Und zwei Torhüter. Warum haben wir zwei Torhüter mit? Ach, Mann. Nee, ich riskiere jetzt nicht, dass ich hier noch das Spiel deswegen verliere. Ich muss durchspielen. Die müssen durchspielen. Nein. Zwei, zwei. Es ist doch so ein Müll hier, Alter. Wir haben 2-0 geführt und jetzt steht schwer 2-2. Josefino, Führungstreffer. Werde mit seiner ersten gelben. Zack Simon mit seiner zweiten gelben. Und jetzt kommt natürlich wieder.
Und das ist das 3-3. Ja, okay, gegen den Sechsten ein 3-3 mitzunehmen, ist in Ordnung. Nehme ich mit, sage ich euch so, wie es ist. Aber, ja, keine Ahnung. Eine Woche machen wir jetzt noch in dieser Folge und dann war es das auch mit der Folge. Den Punkt nehmen wir trotzdem mit. Oh Mann. Boah. Finn Damen! Oh, holla die Waldfee. Konaté. Arbeitszweck möchte mein. Ja, also wenn er mir ein bisschen Kohle gibt, dann warum nicht? Er wird wahrscheinlich aus der zweiten Mannschaft sein. Aber egal. Es ist noch mal ein bisschen Geld, was ich mitnehme. Also, ich meine, alles mit, was man was so geht. Ja, dann nehmen wir noch den Spieltag gegen Toulouse mit. Und natürlich ein Testspiel gegen ein ganz schwaches Team. Gegen Cottbus. Das Geld nehmen wir natürlich mit, wenn man in Cottbus spielt. Natürlich schönes Geld für die Hammer. Obwohl, nö, wir machen die nächste Woche auch noch. Da machen wir einfach eine kleine XXL-Folge. Ich hab gerade ein bisschen Lust bekommen. Nee. Das können Sie sich direkt abtypen. Der ist saugut und könnte mein neuer Backup werden. 24 Jahre jähriger LM lässt sich sprechen. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Sag ich so, wie es ist. Ja. Auch wenn er 2 Sterne hat. 24 ist, sag ich nein. Ist nochmal ein bisschen Kohle. Ja, 1,4 Millionen. Meistens Kohle für gute Neuzugänge. Natürlich, unser Kader wird immer kleiner und kleiner und kleiner, aber es ist mir eigentlich scheißegal. Muss ich einfach mal ehrlich sagen. Ich möchte den Kader sehr verbessern. Axel bleibt hier, das steht fest. Ich mach da jetzt nichts mehr. Alter. Außer kommt ein Angebot für Leute von Hertha 2. Das ist natürlich auch noch drin. Wir haben jetzt eine 8,0. Das heißt, wir haben das Team nochmal verbessert. Aber Toulouse ist komischerweise besser. Wo klein wir sind eigentlich? 24. Der fällt jetzt nicht mehr lange aus. Das weiß ich. 4 Tage. Aber der wird auch nicht mehr spielen erstmal. Wir werden so reingehen, anders geht's nicht. Und die sind ja an sich nicht schlecht, so, aber ich denke mal, es wird jetzt die erste Niederlage wieder seit lang. So lange wie möglich zu null bleiben ist das Ziel. Zack, Simon mit der Ecke.
Lemoine wieder an den Pfosten. Also, das ist so mittlerweile unser Pech. Wir schießen die Bälle immer an den Pfosten. Wenn wir so die Bälle kriegen, die an den Pfosten gegangen wären, dann würden wir schon. Dann hätten wir in jedem Spiel schon mindestens 2 Tore mehr gehabt. Das ist echt nicht, das ist echt krass. Josefina hat schon geklärt den Ball. Und damit gehen wir in die Pause mit einem 0-0. Wenn man das Spiel 0-0 im Endeffekt ausgeht, bin ich auch mega zufrieden damit. Misun klärt den Ball souverän. Und damit kommt der Konter für Toulouse. Das ist echt heftig. Also. Das sind Anwendungen, da waren wir nie drin. Komm auch erstmal noch nicht rein. Weil wir jetzt erstmal gucken müssen, ob wir die Führung machen. Ne, immer noch nicht. Das ist ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Okay, das machen wir nicht, da sehe ich nicht durch. Simon mit dem nächsten Eckball. Das ist, glaube ich, schon der 4. Eckball in der Partie oder so. Klein. Lesanger oder so. Der Keeper von denen ist geisteskrank gut, obwohl er schlechter ist eigentlich als unser. Jetzt aber. Paul Kennedy mit dem 1:0 Führungstreffer hier für Omier. Jetzt kommt Simon Kennedy. Pfosten. Alter, das ist wirklich. Und Lemione. Pfosten. Klein. Nein. Denn der Tisch schon wieder, Alter. Zweimal Pfosten gerade. Jetzt kommt Campbell mit dem Freistoß und ich call. Obwohl, ich wollte gerade sagen, ich denke, wenn der zweite so geht, wird dieses Spiel auch wieder nur unentschieden ausgehen. 6, Simon mit dem nächsten Freistoß. Kennedy Flanke. Dann Maguire Flanke köpft übers Tor. Nächste Ecke von Simon. Also Simon ist heute sehr auffällig. Ach Gott. Aber der hat nur 3,0. Lemoine, aber Lesanger hat den Ball erhalten. 90. Minute, nächster Eckball. Also, wir sind ja wirklich so am Dominieren hier. Josefino am Tor vorbei. Josefino, Magia. Kennedy mit der Flanke auf. Lemoine mit der Reingabe, Klein mit dem Schuss, aber nicht ganz zu machen. Und damit gewinnen wir 1:0 gegen Amiens. Das ist natürlich sehr gut für uns natürlich auch. Damit sind wir auf dem 8. Alter! Wir haben 5 Spieler in der Raus im Spiel des Tages. Bei Hertha gab es natürlich wieder gute Sachen. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Ein dickes Problem. Aber jetzt kommt nämlich das Testspiel gegen Cottbus und danach noch das Ligaspiel. Oh Gott, bin ich ein Dussel. Kann ich das irgendwie absagen?